choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zu, was ist das denn hier? Honkai Star Rail? Ja. ja, keine Ahnung. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich jetzt hier ein Part von diesem Spiel hochlade, ne? Aber ich hatte halt mal einmal Bock hier so ein, zwei Videos so hochzuladen. Ja, da bin ich gerade, ne? Yes. Und ja, gut, Hintergrundinformationen, ne? Ich let's play und streame Genshin Impact auf diesem Kanal. Genshin Impact habe ich vor 3 Jahren ungefähr angefangen, so ein bisschen zu let's playen, habe dann irgendwie so ein paar Jahre lang Pause gemacht und jetzt bin ich so wieder mittendrin in das Spiel, tue jetzt hin und wieder mal ein bisschen streamen, ne? So einmal im Monat so mittlerweile. Und ich habe schon sehr oft von Honkai Star Rail geredet, dass ich auch Honkai Star Rail die ganze Zeit am Spielen bin, ne? Was hier auch ein Spiel von Mihiro Yo ist, den Macher von Genshin Impact. Und wie sehr mir das Spiel Spaß macht und wie ich doch mal hier so, weiß ich nicht, etwas so zeigen möchte von dem Spiel, ne? Einfach nur, weil ich halt zeigen will, so wie, keine Ahnung, wie mein Account aussieht, wie, keine Ahnung, wie das Spiel so halt drauf ist und so, ne? Das Spiel spiele ich schon seit Tag 1, also das ist jetzt ein bisschen weniger als ein Jahr, glaube ich, so. Ich glaube, letztes Jahr im März oder so ist das Spiel rausgekommen. Und ja, ich habe seitdem jeden Tag gespielt, immer so, meine Dailies gemacht und so, ne? Meine Zeugs verballert die meiste Zeit. Und ja, mir macht das Spiel relativ Spaß und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Video, ne? Ich befinde mich gerade hier schon sehr tief in der Story. Ich habe schon hier, Balance-Stufe 6. Ich muss mich hier dran gewöhnen, weil alles ist hier auf Deutsch. Ich spiele das Spiel normalerweise auf Englisch mit englischem Text. Also für mich ist das hier alles komplett neu, ne? Wie das hier auf Deutsch aussieht, ne? Also ja, muss ich mich noch dran gewöhnen. So, ich habe mir vorgenommen, wenn ich schon mal irgendwie anfange, was aufzunehmen, dann fange ich am besten an, wenn wir uns hier in Dings befinden. Wir befinden uns hier nämlich hier gerade in Version 2.0. Und für die Leute, die jetzt hier wissen, was Genshin Impact ist und so, es gibt ja immer verschiedene Versionen, das Spiel wird ja dauernd geupdatet und so, ne? Und die Charaktere, neue Einladungscode, oh, und die ganzen Events und Story Sachen und so was alles, die werden natürlich alle immer wieder aktualisiert und jedes Mal, wenn irgendwie eine Aktualisierung ist, dann geht die Version immer so hoch, so, weil nicht Version 1.2, Version 1.3, 4, 5, ne? Und jedes Mal, wenn eine gerade Nummer ist, halt, also wie in diesem Fall 2.0, dann heißt das, das sind immer die großen Updates, das sind immer so die Updates, wo immer, weiß ich, neue Planeten in diesem Fall hier, oder neue Gebiete und so, neue Charaktere, neue Mechaniken, all sowas hier hinzugefügt werden, ne? Boah, ich muss meinen Controller unbedingt mal fixen, ne? Ich drücke. Das ist so komisch, der Stick ist irgendwie so komisch, ne? Und ja, keine Ahnung, ich wollte jetzt nicht das Spiel noch mal neu starten, ne? Weil ich erstens nicht genau weiß, wie das geht. Ich glaube, man muss dann irgendwie, man muss ja irgendwie einen Server wählen, irgendwie, wenn man das Spiel startet. Und ich habe das Spiel auf einem europäischen Server und ich müsste dann irgendwie, weiß nicht, auf einem amerikanischen oder asiatischen Server irgendwie starten. Dann wird das Spiel noch mal neu anfangen. Und dann könnte ich die Story durchspielen, aber darauf habe ich ganz ehrlich keine Lust, weil das dauert dann auch schon wieder ein bisschen so lange, ne? Und man sieht ja, wie in Genshin hier dann abläuft mit den Cutscenes. Honkai Star Rail ist da sehr ähnlich. Es gibt sehr viel Texte, sehr viele Dialoge und das werde ich jetzt nicht von Anfang an aufnehmen. Das dauert viel zu lange. Außerdem will ich nicht von neu anfangen, weil, wie gesagt, ich spiele seit Tag 1. Ich bin ja schon relativ, weil nicht weit in allen. Ich bin sehr viel mächtiger, als ich in Genshin bin in diesem Spiel, weil ich halt ja von Tag 1 spiele. Ich habe eine Dutzende Charaktere in diesem Spiel schon. Und ja, gut. Aber ja, damit ihr trotzdem so ein bisschen auf dem Laufenden seid, ne, worum es in diesem Spiel geht, habe ich hier so was Kleines vorbereitet. Und ich, zwar so eine kleine Story-Zusammenfassung, wo ich mal ganz kurz erkläre, so was alles passiert ist. Man kann das auch, da wurde irgendwie vor kurzem hinzugefügt.
wenn ich jetzt nur wüsste, wo es nochmal ist, das ist wortwörtlich in dieser Version hier hinzugefügt worden, aber ich weiß nicht, wo man das hier nochmal nachguckt. Ich glaube, doch, ich weiß, wo bei Mission und dann Schicksalskreuzung, genau. Hier kann man nämlich dann alle Sachen nachlesen, hier so, was alles so passiert ist, ne? Das sind sozusagen die Story-Ereignisse. Hier oben sind die ganzen Story-Ereignisse. Hier unten sind hier die Companion-Quests für die ganzen Charaktere, die Nebenquests und all so was, ne? Hier fehlt aber noch eine Menge. Hm. Ja, das sah doch ein bisschen anders aus. Also, ne. Was mache ich hier falsch? Wo sind die ganzen Nebenquests hier? Hm? Hä? Hier waren noch viel mehr Sachen. Letztens. Ist das irgendwie auf Deutsch nicht verfügbar? Auf Englisch war das. Hey, einen Moment. Wie gesagt, ich spiele ja normalerweise auf Englisch, also. Gucken wir mal. Das hat hier, weil ich auf Englisch, auf Deutsch aufgestellt habe. Weil da waren normalerweise auch hier so die ganzen Nebenquests und so, die waren ja auch alle aufgelistet und so, ne? Da muss ich irgendwo hier reinkriegen. Also hier, hupsala. Ja. Ja, entschuldigt. Also, wie gesagt, die Funktion ist noch relativ neu. Die wurde erst vor einem Monat oder so hinzugefügt. Also ich muss mich noch daran gewöhnen, ne? So, Deutsch. Wie gesagt, ich muss mich ja gewöhnen, dass hier alles auf Deutsch ist, ne? Also wie gesagt, man kann ja alles so nachgucken, ne? Storymäßig, was hier so passiert ist. Das Spiel ist so in verschiedenen Planeten eingeteilt, weil das hier ist ein Science Fiction, Fantasy, Science Fantasy. Spiel und ja, man besucht verschiedene Planeten, macht verschiedene Sachen, ne, für die Leute und ja, weil halt noch eine Menge passiert ist, werde ich hier mal so ein bisschen erklären, was passiert ist, ne? Also ja, habe ich hier so ein kleines Slideshow vorbereitet, ne? Ich hoffe jetzt, das läuft so, wie ich das will. Boom. So, und zwar gut, ich versuche das nur mal dran denken. Es ist schon eine Weile her, seit ich hier alles durchgespielt habe, storymäßig, und ich bin halt so, wie ich bin. Deswegen ich habe die Story halt nicht so, weil ich kann die wahrscheinlich nicht so gut zusammenfassen oder kann mich nicht erinnern oder habe einfach nicht aufgepasst. Also ja, müsst ihr damit irgendwie Verständnis haben, ne? Aber okay. So, alles begann mehr oder weniger mit ihr hier. Das ist Kafka. Sie ist in der sogenannten Hertha Weltraumstation hier eingebrochen, was hier ein Ort ist, wo man auch hier rumlaufen kann im Laufe des Spiels, und das ist sozusagen das erste Gebiet, der erste Planet des Spiels. Und ja, wie gesagt, sie ist da eingebrochen, da sind ein paar Monster irgendwie aufgetaucht in dieser Raumstation, die ein bisschen am Randalieren war. Ich weiß nicht mehr, ob sie dafür verantwortlich war, ob sie diese ganzen Monster da irgendwie reingepackt hat oder ob sie dafür verantwortlich war oder ob sie irgendwie das Chaos ausgenutzt hat, um da einzubrechen. Aber ja, sie ist jedenfalls während des ganzen Chaos da eingebrochen. Und sie ist zusammen mit Best Girl, hier Silberwolf, Best Girl. Sie ist mit ihr irgendwo tiefer in der Weltraumstation reingebrochen, um irgendwas zu suchen. Diese, oh Gott, wie heißen die Dinger nochmal? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind so mächtige Artefakte, die alle verschiedene Fähigkeiten oder andere Sachen irgendwie haben, und ja, die beiden sind halt da halt eingebrochen. Ich soll vielleicht mal den Ordner irgendwie mit den Bildern hier aufmachen, damit ich halt auch sehe, welches Bild als nächstes kommt, damit ich mich so vorbereiten kann. Und ja, wie gesagt, die beiden sind halt eingebrochen und haben dieses komische Artefakt gesucht, und mit diesem Artefakt haben sie die beiden ja erschaffen, beziehungsweise nur einen von denen. Das ist mehr oder weniger die Charaktererstellung, wo man sich auswählen kann, ob man männlich oder weiblich ist. Man hat schon gerade gesehen, mein Charakter ist männlich. Also das ist sozusagen die Charaktererstellung. Welcher Charakter, welche Form nimmst du an, ne? Kalos heißt der männliche Charakter, Stella ist die weibliche Charakterin. Ja, und Kafka und Silberwolf haben dann den Charakter sozusagen erstellt. Kafka hat einige fürsorgliche Sachen noch zum Charakter gesagt. So, leb dein Leben und ja, leb ohne irgendwie, weil nicht
irgendwas zu bereuen und so, so ein paar mütterliche Sachen, ne? Und wir sind in Ohnmacht gefallen. Und als wir aufgewacht sind, haben wir, boom, die beiden ja getroffen. Das sind mehr oder weniger unsere Hauptcharaktere neben uns. Auf der rechten Seite haben wir Dan Hang. Dan Hang wird da geschrieben, aber ich glaube, Dan Hang wird da ausgesprochen. Und 7. März. Und ja, das ist wirklich ihr Name. Der Grund, warum sie so heiß ist, weil sie in einen Eisblock eingefangen war und sie wurde am 7. März wieder aufgetaut, aber kann sich an nichts mehr erinnern. Deswegen hat sie sich selber den Namen 7. März gegeben oder jemand anders hat ihr den Namen gegeben, keine Ahnung. Und ja, das sind sozusagen unsere Best Buddies, mit denen wir hier durch die Gegend reisen, die uns hier in der Story die meiste Zeit begleiten und ja, die Gratis-Charaktere, die wir bekommen haben, weil das Spiel ist ja immer noch ein Gacha-Spiel, ne? Und die beiden sind Mitglieder von einer Gruppe namens die Namenlosen. Die Namenlosen, das sind ja einmal hier der Hauptcharakter, einer von den beiden. Der andere Hauptcharakter existiert übrigens nicht, wenn man einen von ihnen auswählt. Also ist jetzt nicht wie ein Genshin Impact, wo man irgendwie eine Schwester hat, wenn man den männlichen Charakter hat und umgekehrt. Also nur einer von den Charakteren existiert, also nur wir. So, die Namenlosen sind hier einmal 7. März, Dan Hang. Auf der linken Seite haben wir noch Himeko und Welt. Das sind sozusagen die Senior-Mitglieder von den Namenlosen. Und die Namenlosen, die sind unterwegs in diesem Zug. Das ist ehrlich gesagt hier gerade der Ort, wo wir uns drin befinden. Mehr dazu gleich, weil ich sehe gerade, da ist ein anderes Bild davor. Und ja, hier oben links Kafka und Silberwolf, die beiden sind Mitglieder von den sogenannten Stellaron-Jägern. Also ich nehme an, so heißen die auf Deutsch. Auf Englisch heißen die Stellaron Hunters. Diese Gruppe hier heißen die Nameless. Also nehme ich mal an, die heißen die Namenlosen in Deutsch, aber ich weiß es nicht. Und ja, Stellaron Hunters jagen diese Viecher hier. Das hier ist so ein riesiges Monster, das sich ein Stellaron nennt. Und Stellaron sind diese, ach, das sind diese komischen Wesen, die entstehen aus, ich glaube, vieler Negativität oder vielen bösen Willen oder so. Keine Ahnung. Das sind halt so Monster, die sich sozusagen aus negativen Gefühlen, glaube ich, irgendwie entstehen, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das ist, ich glaube, das Viech war sogar der Grund, warum die ganzen Monster auf dieser Weltraumstation amok gelaufen sind, ne? Und ja, gegen das Viech haben wir gekämpft. Da war unser erster großer Boss in den Spielen, ne? Nachdem wir das Viech besiegt haben, hat unser Hauptcharakter irgendwas absorbiert von diesen Dingen. Also das war irgendwie, glaube ich, der Plan von Kafka. Also wir sollen irgendwie so eine Art, so ein Behälter für Stellarons sein. Ich weiß noch nicht, wir wissen noch nicht warum. Aber ja, wir können irgendwie Stellarons in uns absorbieren und irgendwie möchte dadurch werden. Und ja, wir haben das Viech besiegt und wir haben uns dann später den Namenlosen angeschlossen. Welche... Na, wenn du weitergehen würdest, welche durch dieses Ding ja durchs Universum düsen. Deswegen heißt das Spiel auch Honkai Star Rail, also Honkai Sternenschienen, ne? Weil wir halt mit diesem Zug hier durch das Universum gleiten, ne? Und die Namenlosen, die haben sich zur Aufgabe gemacht, Stellarons zu besiegen und aufzuhalten, um halt den Leuten zu helfen, ne? Weil wir sind die Guten, ne? Die Stellaron Hunters, also Kafka und Silberwolf, machen das auch, aber ich glaube, die haben irgendwie mehr bösere Absichten damit oder wollen die irgendwie ausnutzen oder so. Ich weiß es nicht genau, das sind alles Kriminelle. Und ja. So. Das ist sozusagen die Premise von diesem Spiel, ne? Also, wir sind halt, wir gehören dieser Gruppe von Außenseitern, sag ich mal an, die halt durchs Universum rennen und die Welten retten von diesen Stellarons. Und ja, das war mehr oder weniger so der erste Planet, das erste Gebiet des Spiels, und der zweite Planet war hier, Yarelo 6, was hier dieser Schneeplanet ist. Diese Stadt hier nennt sich Bellabog, da ist unser erstes, da sind wir sozusagen hingegangen, nachdem wir gelandet sind auf dem Planeten. Und Bellabog wird regiert von sie hier, Kokolia, welche uns erst ein bisschen freundlich gesinnt ist, aber dann später uns dann doch gejagt hat. Ich weiß nicht mehr warum. Wahrscheinlich, weil wir irgendwie zu verdächtig waren oder so. Oder weil wir halt, weiß nicht, von einer anderen Welt kommen. Weil Weltraumreisen ist jetzt nicht für jede
Person jetzt hier üblich. Also die Leute, die ja auf diesem Planeten hier leben, die sind halt jetzt nicht hier Weltraumreisen und all sowas gewöhnt, ne? Deswegen sind die jetzt halt, ja, die haben dann halt gesehen, oh, wir sind von einer anderen Welt und die trauen uns irgendwie nicht, ne? Also das war nicht so gut. Ich glaube, die wurden auch mal von Leuten aus dem Weltraum irgendwann mal besucht, welche irgendwie geholfen haben, diese Stadt zu bauen und so. Und ja, keine Ahnung. Ja, sie hat dann irgendwann ihre Armee, ihre Wachen auf uns gehetzt und wir wurden dann sozusagen in den Untergrund getrieben. Das hier nennt sich Boulder Town in Englisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt Brockenstadt irgendwie in Deutsch heißt oder so. Aber das ist Boulder Town, das ist sozusagen die Stadt, die sich unter dieser Stadt befindet. Da ist sozusagen der Untergrund der Stadt, wo halt die Armen und ja, nicht so erfolgreichen Leute leben, ne? Und wir wurden da runtergescheucht zusammen mit ihr hier, Bronja, welche eine, ich glaube, die rechte Hand von Kokolia ist, aber die halt auch hinter uns her war. Aber da wir halt irgendwie aus Versehen in den Untergrund vertrieben worden sind, wir sind, glaube ich, irgendwie so durch so ein Portal oder so gerannt. Und ja, sie ist halt versehentlich auch mitgekommen und ja, wir mussten halt mit ihr sozusagen zusammenarbeiten, so ein bisschen, weil wir halt keine Wahl hatten, ne? Und weil der Eingang, der zur Oberfläche führt, auch abgesiegelt ist, ne? Also man kann nicht von oben und unten die ganze Zeit hin und her reisen, ne? Also deswegen waren wir mehr oder weniger mit ihr eingesperrt da unten und wir haben alle versucht, wieder nach oben zu kommen. Und da haben wir die Hilfe von den beiden hier gesucht. Hier auf der linken Seite haben wir einmal Clara und auf der rechten Seite haben wir Swarok. Die beiden leben in einer Siedlung, die irgendwie verfeindet ist mit der Widerstandsgruppe, mit der wir uns zusammengetan haben im Untergrund. Ich glaube, die hießen, ich habe vergessen, wie die heißen. Keine Ahnung. Wildfire. Genau. Also Wildfeuer. Keine Ahnung. Und ja, die sind verfeindet mit Wildfeuer und ja, wir haben uns aber trotzdem mit denen zusammengetan, weil die uns ein bisschen helfen konnten, wieder nach oben zu kommen. Und als wir ja nach oben gekommen sind, da haben wir sie ja begegnet. Und das hier ist die Kollegin, nur halt verbunden, glaube ich, mit einem Stellaron oder verwandelt durch einen Stellaron. Und ja, sie ist halt böse und wir haben sie bekämpft. Wir haben eine coole neue Waffe bekommen, wir haben eine Lanze bekommen und das Feuerelement. Also das ist so ähnlich wie ein Genshin Impact, also je nachdem, wie weit man in der Story ist, kriegt man neue Elemente. Ne, unser Charakter kann auch das Element wechseln. Bis jetzt gibt es nur zwei. Das erste Element ist ein neutrales Element und da kämpfen wir mit einem Baseballschläger. Ja, unser Hauptcharakter kämpft mit einem Baseballschläger. Und ja, nachdem wir das hier sozusagen freigeschaltet haben, kämpfen wir mit einer Lanze und haben das Feuerelement. Also ja, hier bekommt man andere Waffen anscheinend für den Hauptcharakter, um das Element und die Rolle und so zu wechseln. Und ja, da haben wir mit der neuen Waffe haben wir eh aufs Maul gegeben. Bronja ist jetzt die jetzige Herrscherin von hier Bellabog und der Eingang zwischen der Oberwelt und der Unterwelt wurde jetzt auch geöffnet. Das heißt, die Leute können jetzt oben und unten hin und her rennen, wie sie wollen und alle sind froh und alle sind glücklich und wir haben alles sozusagen da erledigt auf dem Planeten und ja. Ist jetzt wieder alles okidoki, ne? So, damit war alles auf Yarilo 6 erledigt. Und ja, nachdem wir wollten, glaube ich, ursprünglich irgendwo anders hin. Ich glaube, das ist sogar der Planet, auf dem wir jetzt hingehen, ne? Aber bevor wir da hingegangen sind, kam sie ja noch mal, Kafka. Sie hat sich als Hologramm mal auf unser Schiff irgendwie, also Schiff, also auf unseren Zug hier reingeschlichen und uns gesagt, hey, hör mal, anstatt irgendwie zu diesem einen Planeten zu gehen, könnt ihr ja mal hier zu diesem anderen Ort gehen. Da habe ich nämlich gesehen, da ist auch gerade ein Stellaron, ne? Und ja, sie ist halt eine Verbrecherin, also keine Ahnung, wieso wir der überhaupt irgendwie. Ich glaube, sie hat irgendwie, weiß nicht, irgendwie uns bedroht oder irgendwie sowas. Oder sie hat irgendwie so. Weil nicht so. Sie wollte halt irgendwie unbedingt, dass wir erst zu diesem anderen Ort gehen und wir hatten halt irgendwie keine Wahl und sind dann trotzdem zu dem anderen Ort gegangen. Und dieser andere Ort ist, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ehrlich gesagt ausspricht, Jan Zhao Lofu irgendwie so. Ich weiß nicht, ob der hier da oben sieht man das, sieht ihr jetzt natürlich nicht hier, aber boom, da oben.
die Zhan Zhao Lofu. Also ich spiele mit japanischen Sub Dub, also ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber ja, so heißt dieser Ort. Und der Planet hier, wir gehen nicht auf den Planeten, wir gehen sozusagen auf diese Kolonie, die hier über diesem Planeten ist. Und diese Kolonie ist sozusagen unser dritter Planet, sag ich mal. Also wir gehen nicht auf den Planeten, wir gehen auf diese riesige Raumstation, die sich über dem Planeten befindet. Und da findet sich dann die Story und so. Und auf dieser Kolonie finden wir sie, Tingyun, welche uns hier so ein bisschen durch die Gegend herumführt, durch die Stadt von diesem Gebiet hier herumführt und uns zeigt, hey, ihr könnt ja mal zu ihm hier hingehen. Das hier ist, ich habe seinen Namen vergessen. Jedenfalls, er ist der General sozusagen, er ist sozusagen der Kokolia von diesem Planeten, also Planeten. Und ja, mit ihm haben wir irgendwie so geredet, so gesagt, so hör mal, wir wurden hier hingesendet von hier dieser Verbrecherin und hier soll irgendwie was abgehen und so und wir können ja ein bisschen helfen und das machen wir dann. Und er traut uns nicht so unglaublich sehr, aber sagt trotzdem so, okay, macht mal. Und ja, wir haben uns dann aufgemacht und sie gejagt, Kafka, weil sie befindet sich auch auf diesem Planeten, ich sag Planeten im Ausführungszeichen, und ja, sie ist halt eine Verbrecherin und sie muss gefangen werden, weil sie irgendwie Dreck am Stecken hat. Und ja, wir haben uns dann sozusagen mit den Shogun und einigen Leuten von denen zusammengetan, um sie zu fangen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten mit ihr, haben aber nicht so viel herausgefunden, fand ich jetzt. Und ja, keine Ahnung. Nachdem das passiert ist, ist das hier passiert. Tingyun, also diese Reiseführerin, die wir getroffen haben, wurde irgendwie besessen oder war die ganze Zeit besessen von jemanden. Und das hier war, dieses Bild ist sozusagen Sekunden, bevor sie sich selber das Genick gebrochen hat. Also sie ist tot. Von was wir bisher wissen, ist, sie ist tot. Also sie ist tot, sie ist weg vom Fenster. Obwohl sie ein spielbarer Charakter ist, aber ja, sie ist weg vom, was wir bisher wissen, was nicht so doll ist. Und ja, so, während das alles aber passiert ist, ist hier Dan Hang, hier also einer unserer Best Buddies, er hat sich erst geweigert, auf diesen Planeten zu gehen, weil er halt so ein bisschen Hintergrundgeschichte mit diesem Planeten hat. Und er hatte irgendwie Träume von diesen Kollegen hier. Das hier ist Blade und er ist auch ein Mitglied von den Celeron Hunters, also so wie Kafka und Silberwolf. Und er ist auch ein Verbrecher, er ist irgendwie auch gejagt auf diesem Planeten. Und Don Hang hat irgendwann gespürt, dass er irgendwo hier auf diesem Planeten ist und ist hinter ihm hergegangen, während unsere Hauptcharaktergruppe irgendwie alles andere gemacht hat. Und wie sich herausstellt, ist Don Hang, boom, ein super mächtiger Drachen-Elster. Er ist irgendwie dieser, ich glaube, so ein Nachfahre von dieser Drachenspezies, die auf diesem Planeten lebt. Und ja, er ist ein Big Deal, oder er ist die Wiedergeburt von jemanden. Und ja, er hat dann einen auf Moses gemacht und hat das Meer gespaltet. Und wir sind dann in diese Unterwasserruinen gegangen. Da ist ein richtig cooles Lied im Hintergrund gelaufen, als das passiert ist. Und da haben wir gegen sie gekämpft. Sie hieß Fantilia. Sie ist ein wöchentlicher Boss, ich sollte halt eigentlich wissen. Und sie ist irgendwie einer von diesen, ich glaube, sie ist ein von diesen, von den Aeons. Und Aeons, das sind so Art Götter in diesem Spiel. Das sind diese, in diesem Spiel gibt es halt nicht wirklich irgendwie Götter, sondern irgendwie so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Es gibt so verschiedene Pfade, die man folgen kann. Die Charaktere folgen alle sozusagen verschiedene Faden, ja, ne? Und das sind sozusagen die Religion in diesem Spiel. Und ich glaube, sie war, glaube ich, von dem Pfad der Zerstörung und der Aufopferung, Abundance. Ich weiß nur die englischen Namen, Destruction und Abundance. Irgendwo konnte man auch gerade sehen, meinen Charakteren. Und ja, sie war sozusagen der Big Boss. Sie war dafür verantwortlich, dass Tingyun sich selber das Genick gebrochen hat. Und ja, wir haben ihr aufs Maul gegeben und damit haben wir die Geschichte bisher jetzt eigentlich zusammengefasst. So, finde ich gut, dass wir abgeschlossen haben, ne? So. Steht das hier vielleicht irgendwie so? Keine Ahnung. Also hier sieht man noch alles.
was hier noch so passiert ist, ne? Das sind die ganzen Nebenquests. Die lilanen sind, glaube ich, Companion Quests von den ganzen Charakteren, welche ich alle schon gemacht habe. Ja, hier ist die ganze Story. Dann gab es noch irgendwie so andere Sachen hier mit ihr zum Beispiel. Ich glaube, das war irgendwie storymäßig irgendwie wichtig, obwohl ich fand jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie so storymäßig wichtig war. Man hat irgendwie erfahren, hier einer Charakter hat irgendwie eine Tochter, die irgendwie in einem Krieg gestorben ist oder so. Und hier sind dann noch ein paar Companion Quests gewesen, aber ich weiß nicht, wieso das hier irgendwie hier angezeigt wird. Dann gab es hier noch diese ganze, ist das das hier, diese ganze Geisterjagd Quest, wo es auch noch mal ein paar, das war so eine Event Quest her. Davor gab es irgendwie, weil nicht mit Silberwolf irgendwie hier diese Quest, wo sie sich irgendwie, weil nicht in der Weltraumstation ja reingehackt hat. Und dann gab es hier diese Quest mit diesen Wissenschaftlern, die sich hier auf der Weltraumstation hier, die kurz aufgetaucht sind. Dann gab es hier dieses Kartenspielturnier, nee, nicht Kartenspielturnier, dieses Monsterturnier, wo man irgendwie so Monster fangen musste mit ihr. Sie ist eine Schuldeneintreiberin, die ja so ein bisschen ihr Schulden von hier Bellabog eintreiben wollte, also diesen Schneeplaneten. Und ja, das ist mehr oder weniger die Story. So, und im Moment befinden wir uns gerade vor Pinaconi, was sozusagen vierte Planet, ne? Der nächste Planet. 1, 2, 3, vierte Planet, also hat vierte Gebiet, ne? Und das ist halt dieses große Update, das ist sozusagen das Fontaine von diesem Spiel. Also wir haben hier ein neues Gebiet, wir haben eine neue Region, neue Sachen zu erkunden, neue Charaktere zu treffen, und da befinden wir uns gerade. Wir befinden uns gerade an Bord der Namenlosen, was dieser riesige Zug ist, den ich gerade gezeigt habe. Und ja, ich bin noch sehr, sehr am Anfang von dieser Quest, wo wir hier mit unseren Charakteren ja reden sollen. Ne? Es gab erst so eine kleine Cutscene, so, hör mal, wir müssen jetzt hier hin, aber bevor wir da hingehen, lassen wir mal mit allen reden. Also ich weiß nicht, was genau hier noch passiert. Die Story hat schon gestartet. Aber ja, so, ich führe euch dann noch mal ein bisschen hier rum. Ich zeige euch mal hier meine Charaktere. Und zwar, das Spiel ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, also sag ich mal. Ich will vielleicht mal irgendwie so in so einen Kampf reingehen, um euch mal so zu zeigen, wie das Gameplay hier so abläuft, weil ich nicht weiß, wie viele Kämpfe wir heute noch sehen. Ne? Also wie gesagt, es ist ähnlich wie in Genshin. Ne? Es gibt viel Text in diesem Spiel. Ne? Deswegen weiß ich nicht, ob wir heute überhaupt noch dazu kommen. Irgendwie. Ich will euch mal das Kampfsystem von dem Spiel zeigen. Ne? Gehen wir mal nach Yarelo. Und wir gehen mal in irgendeinen random Kampf rein. Ne? Ich bin schon auf Yarelo. Wir gehen mal jetzt irgendwo hier hin. So. Und dann zeige ich euch mal. Oh, äußere Schneewüste. So. Und dieses Spiel ist, weiß nicht, dieses Spiel ist wird für mich immer das Spiel sein, was irgendwie Sachen macht, die Genshin nicht macht. Das Spiel macht Sachen, die sind viel besser als Genshin. Hier haben wir schon mal eine Sache, ne? Seht ihr sie hier? Sie ist einer der Hauptcharaktere. Sie ist ein spielbarer Charakter. Und man kann mit ihr reden und sich unterhalten. Und ja, das ist gut. Genshin hat sowas nicht. Die Charaktere in diesem Spiel laufen ja echt durch die ganzen Gebiete herum. Man kann denen mit denen reden, man kann sich mit denen unterhalten. Auch wenn es immer nur so zwei, drei Sachen sind, aber das macht die Welt für mich in diesem Spiel ein bisschen lebhafter, ne? Einer Charaktere hat zum Beispiel hier einen Laden auf diesem Planeten. Wenn man zu den Laden geht, kann man mit ihr reden. Hier Bronja, hier die Herrscherin von diesem Planeten. Man geht einfach in ihr Office und dann kann man mit ihr reden. Ich würde mir sehr wünschen, wenn Genshin Impact das auch mal machen will, dass man irgendwie, weil ich, man geht zur Kathedrale irgendwie vom Mondstadt und dann ist da Barbara, mit der man sich unterhalten kann. Man geht in Jeans Büro und dann ist da auch wirklich Jean drinne. Also keine Ahnung, ich würde mir halt wünschen, ne? Man geht ins Jahr gemacht, dann ist ein Ningguan, ne? Also ich würde mir wünschen, Genshin würde das auch machen, aber ja, wie gesagt, das ist eine Sache, die Honkai Star Rail schon mal besser macht, ne? Eine von sehr vielen Sachen. So, die Gegner laufen hier auf ein Dings herum, auf ein auf der Weltkarte, sag ich mal. Und wir können da reingehen, da oben sehen wir verschiedene Symbole. Das ist dieses Feuersymbol und daneben haben wir ein Windsymbol. Das sind sozusagen die Schwächen der Gegner, ne?
Und wenn ich mit einem Charakter angreife, der diesem Element angehört, dann schwäche ich die Gegner am Kampfbeginn, ne? Und ich gehe jetzt mal einfach rein, ne? Ich gehe jetzt hier rein und boom. Ja, Ziel wurde natürlich gewechselt. Und ja. So, ich tue mal hier auf. Man kann ja die Spielgeschwindigkeit mit L1 umstellen und ich mache das normalerweise immer auf beschleunigen, weil irgendwie, wenn man das nicht beschleunigt, ist das Spiel verdammt langsam, ne? So, Charaktere haben einmal einen roten Balken und einen weißen Balken. Rote Balken sind die Lebensanzeige. Lebensanzeige ist 0, Gegner ist tot. Selbst erklären. Darüber haben die eine weiße Barriere oder Ausdaueranzeige. Wenn man diese Anzeige mit Charakteren angreift, die den Element angehören, was da angezeigt wird, dann werden die gebrochen und boom. Die Gegner sind dann eine Weile lang in so einem Schwächemodus, werden da auf der linken Seite. Ich sollte vielleicht mal meinen Arrow hier rausholen, damit das ein bisschen einfacher ist, ne? Also ich rede ja von diesen Balken hier, diesen weißen Balken, ne? Wenn ich mit Silberwolf hier angreife, dann geht das kaputt, weil sie den Element angehört. Das Element ist Quantum übrigens. Und ja, man sieht hier zum Beispiel, er ist hier, ne? Also das, der Typ ist hier, ne? Aber wenn wir hier das runterhauen, ne? Und ihn dann sozusagen seine Barriere weghauen, dann geht er ein Ding runter, ne? Dann geht er hier runter. Also ist sozusagen dafür da, um die Gegner einmal kurz zu schwächen und den so, ja, so ein bisschen auf der Zeitleiste runterzuballern, ne? Also machen wir nochmal. Boom. Man kann auf zwei verschiedene Weisen angreifen. Man kann entweder normal angreifen, was ich hier die ganze Zeit mache, indem man Viereck drückt, zum Beispiel so. Oder man kann Dreieck drücken, um einen Skill einzusetzen. Mache ich mal. Boom. Sein Skill ist, er verspottet Gegner und zieht Aufmerksamkeit auf sich und gibt alle Charaktere ein Schild, einen kleinen. Und ja, Gegner erholen sich von dieser Schwächung, ne? So, nein, das will ich hier nicht. Das könnte ich vielleicht mal wegmachen. So. Alles klar. So, und einige Charaktere. Die Skillpunkte hier, das sind Skillpunkte. Jedes Mal, wenn wir mal eine Dings einsetzen, so ein Skill, dann verbrauchen wir einen. Bei ihr wird das jetzt nicht der Fall sein, weil sie halt ein bisschen aufgelevelt ist bei mir. So, und ihr Skill ist sozusagen, sie kann einmal irgendwie Mahjong spielen mit ihren Dingen. Ja, sie greift mit so einer Art, also diese Weltversion von Mahjong an. Und sie kann ihren normalen Angriff aufballern und wenn sie unten hier so vier Dinger hat, vier gleichfarbige Dinger und so, dann wird der Angriff verstärkt. Also machen wir mal kurz. Boom. Ja, ist verdammt stark, ich weiß. So, jeder Charakter hat natürlich verschiedene Fähigkeiten und bei jedem Charakter jetzt hier so drauf einzugehen ist ein bisschen schwierig. Silberwolf hat zum Beispiel die Fähigkeit, sie kann eine weitere Schwäche hinzufügen. Also so, boom. So, wenn er jetzt am Leben gewesen wäre, dann hätte er jetzt noch eine Windschwäche gehabt, ne? So, sie kann mit ihrer Fähigkeit heilen. Sie kann einen Charakter heilen und zwei anliegende Charaktere. Boom. Und ja, das ist eigentlich das Kampfsystem, ne? Diese komischen Ringe hier zeigen die Ultimates an, ne? Ja, zum Beispiel nicht voll, ne? Aber wenn wir hier was am Blinken haben, dann bedeutet das, die Ultimate ist voll aufgeladen und wir können zu jeder Zeit, auch während der Züge der Gegner, L2 drücken und zum Beispiel X, ne? Also selbst wenn sie jetzt nicht am Zug gewesen wäre, hätte ich trotzdem ihre Ultimate einsetzen können. Und ja, dann haben wir halt eine coole Animation und eine coole Attacke. Alle Viere. Und ja, ihr Ultimate sorgt dafür, dass sie alle Gegner angreift und sie bekommt dann vier von diesen Dingern wieder. Was dann bedeutet, sie kann wieder einen starken Angriff einsetzen. Boom. Und das bei jedem Charakter halt natürlich unterschiedlich. Ne? Jeder Charakter funktioniert vollkommen anders, ne? So, jetzt ist zum Beispiel nicht Silberwolfs Zug, aber ich kann trotzdem ihre Ultimate einsetzen. So, die Gegner sind ein bisschen schwach, deswegen sieht man halt nicht viel von den Angriffen, aber was ihr Angriff macht ist, sie greift Gegner an und reduziert deren Verteidigung nach ihrer Ultimate.
Dann setzen wir zum Beispiel mal von ihr hier die Ultimate ein und sie sorgt dafür, dass die Energie, das ist sozusagen die Ultimates, also diese Dinger hier, sie sorgt dafür, dass jeder Charakter ein bisschen Energie bekommt. Aber mal. Und sie hat jetzt, sie hat diesen bösen Geist in ihren Schwanz, also der von ihr Besitz ergreift manchmal und ja, falls ihr euch wundert. So, ich greife mal hier nochmal an. Boom. So, schaffst du es mal zu überleben? So. Boom. So, er ist noch am Leben. So, er hat zum Beispiel jetzt eine Quantumschwäche. Sie kann nämlich eine Schwäche hinzufügen, basierend auf welche Charaktere sich in unsere Party befinden. Wir haben hier Feuer und Wind. Wir haben Feuer, Wind und Quantum. Das heißt, sie kann eigentlich nur eine Quantumschwäche hinzufügen. Ne? Also ja. Boom. So, der Hauptcharakter hat eine Fähigkeit, wo sein normaler Angriff stärker wird. Das sind sozusagen diese Dinger hier. Boom. Yay. Viele Charaktere haben hier so eine Fähigkeit noch, ne? Das sind so Talente, sag ich mal. Er hat 7 von 8. Viele Charaktere haben sowas. Das sind sozusagen so Art Dinger, die man entweder auffüllen muss, um verschiedene Fähigkeiten einzusetzen oder um verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen und so. Er kann zum Beispiel mit jeden 4 Angriffen oder jedes 4-mal, wenn er angegriffen wird, einen starken normalen Angriff einsetzen. Den machen wir mal und die Gegner müssen eigentlich kaputt sein. Ne, da lebt noch. Ja, aber er wurde verbrannt, weil wir halt seine Schwäche erledigt hatten und ja. Das ist sozusagen das Kampfsystem. Ich habe jetzt ein relativ, weil nicht. Komisches Team hier. Aber ja, je nachdem, was für Charaktere man hat, kann das natürlich super lustig sein. Ne? Ich habe hier schon eine Menge Charaktere. Es gibt so Sachen wie, das ist zum Beispiel einer meiner Lieblingskonstellationen. Und zwar, ich weiß nicht, ob die Gegner lang genug überleben werden. Aber gehen wir mal rein. Boom, ich greife mal dich an. So, das ist so eine Art sehr HP-basierendes Team. Sie hier kann zum Beispiel mit ihrer Fähigkeit den Schaden von allen Charakteren reduzieren und die kritische Trefferchance erhöhen. Boom. Ja, und die maximale LP ein bisschen. So, er kann normal angreifen oder er kann hier diesen Skill aktivieren. Nachdem er seinen Skill aktiviert hat, hat er ein paar AP verloren und er ist sozusagen so eine Art Vampir-Charakter. Also er macht sich selber Schaden oder nee, eigentlich nicht, eigentlich ist sie ein Vampir-Charakter, aber er hat sozusagen so Dunkelritter-Fähigkeiten wie aus Final Fantasy. Ne? Er macht sich selber Schaden, erhöht aber dabei den Schaden von allen seinen Angriffen. Ne? So, er kann jetzt zum Beispiel einen Gegner angreifen und jeden anliegenden Gegner. Und ja, das ist halt super stark. Ne? So, ich heile mal hoch. So. Ich greife mal an. Boom. Da wird man halt nicht viel sehen hier von den Fähigkeiten. So, hey, das ist ein seltener Gegner, der ein bisschen mehr Zeugs hinterlässt. So, ich will mal gucken. So, ich meine, ihr Angriff tut ein paar Züge anhalten, aber ich will trotzdem mal was zeigen. So, jedes Mal, wenn er AP verliert oder jedes Mal, wenn sie seine HP reduzieren, dann bekommt er einen hiervon. Ne? Wenn er 5 erreicht, dann setzt einen Angriff ein auf alle Gegner. So. Sie, boom, hat 0 von 2. Wenn wir aber ihre Fähigkeit einsetzen, was eigentlich nur ein starker Angriff ist, dann bekommt sie, boom, einen Balken dazu. Also das sind halt so Funktionen, die halt jeder Charakter hat. Sie hat auch hier so 2 Dinger. So. So, er wird angegriffen, seine AP haben sich reduziert. Und wenn er 5-mal angegriffen wird oder wenn er 5-mal AP verliert, dann setzt er so einen super mächtigen Konterangriff ein. Und der Grund, warum ich sie im Team habe mit ihm, ist, kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. So, egal. Wir setzen mal seine Ultimate ein. Seine Ultimate sorgt dafür, dass er immer auf 50% seiner AP hochgeht oder runtergeht, je nachdem, wo sich seine AP befinden. Wenn er mehr als 50% HP hat, dann geht er runter auf 50 AP. Wenn er weniger als 50% hat, dann geht er hoch auf 50% seiner AP. Man will natürlich diesen Angriff einsetzen, wenn er mehr als 50% hat, weil dann
bekommt man wieder hier so ein Ding hier, so ein Balken hier, ne? Und wenn man 5 hat, dann werdet ihr gleich sehen. So, wir machen mal den hier. Boom. Oh, so, und ich halte mal hier kurz an. Jetzt hat er 5 von 5, ne? Und wenn er 5 von 5 hat, dann macht er den hier. Greift alle Gegner an, heilt sich ein bisschen und macht dicke Schaden. So. Ich setze mal ihre Ultimate ein. Und ich gehe absichtlich nur auf die beiden, damit ich hier nicht alles wegpruste, ne? Und ja. Wenn sie den Angriff einsetzt, dann bekommt sie einen von diesen Punkten. Und wenn sie 2 von 2 hat, dann geht sie in dem Modus rüber. Wenn sie in dem Modus rüber geht, dann werden sich ihre Angriffe für 2 Züge hier erhöhen. Und das Geile ist, wenn sie in diesem Modus angreift, dann zieht sie von allen Charakteren so, ich glaube, so 5% HP ab. Und wie wir alle wissen, achtet mal jetzt hier leicht drauf, wenn er HP verliert auf irgendeine Weise, dann geht immer sein Balken einmal hoch. Das ist halt eine super gute Synergy. Er hat zum Beispiel 1 von 5 jetzt wieder. Und ja, solche coolen Konstellationen und solche coolen Synergies gibt es bei so vielen Charakteren in diesem Spiel. Und ich finde das klasse. So. Ich habe nicht mal annähernd ihr das Kampfsystem hier erklärt. Oder so kurz erwähnt, was es mit diesem Kampfsystem auf sich hat. Aber das ist sozusagen, wie das Spiel so funktioniert, ne? Ich habe eine Menge Charaktere angesammelt im Laufe der Zeit. Charaktere sind eingeteilt in 2 Sachen. Einmal Kampftypen, Quanten. Okay, nicht Quantum. So, ich muss mich ja noch gewöhnen, wie die alle auf Deutsch heißt. Das sind sozusagen die Elemente, die sorgen halt dafür, was für Zustandsveränderungen die Gegner bekommen, wenn man deren Barrieren bricht, ne? Also Quantum ist meiner Meinung nach, oder Quanten ist meiner Meinung nach der beste, weil wenn man mit Quantum, ich sage jetzt einfach Quantum, ich kann mich an Quanten, da muss ich immer irgendwie an Füße denken, an stinkende Quanten und so, ne? Und ja, wenn man mit Quantum zum Beispiel die Gegner bricht, dann und die 5-mal danach nochmal trifft, dann erhöht sich der Schaden immer weiter. Bei den anderen ist das mehr oder weniger so, oh, mit Eis zum Beispiel wird der Gegner eingefroren, wenn man mit, wenn der letzte Angriff den Gegner mit Eis gebrochen hat, dann wird der Gegner eingefroren. Mit Feuer wird der Gegner hier, nimmt er kurz Feuerschaden. Mit Imaginär wird der Gegner kurz festgehalten mit Wind und Blitz und so weiter und so fort, ne? Bluten, elektrisiert, Windscherung. Und ja, das sind halt die Elemente, ne? Jeder Charakter hat ein Element, und was jeder Charakter noch hat, ist ein wie heißen die hier? Pfade, genau. Und Pfade sind sozusagen die Spielstile der Charaktere, ne? Zerstörung sind halt Charaktere, die viel aushalten und viel Schaden austeilen. Jagd sind Charaktere, die auf einen Gegner gut sind. Die Gelehrsamkeit, Erudition, okay. Gelehrsamkeit ist spezialisiert auf mehrere Gegner. Harmonie ist basierend so auf Buffs und so Hilfsfähigkeiten. Nichtigkeit sind Debuffs, Bewahrung sind Schilde, Verteidigungsfähigkeiten, und Überfluss, da ist Abundance, okay. Überfluss sind sozusagen Heiler, und jeder Charakter ist halt immer so eine Kombination von den beiden, ne? Die beiden sind zum Beispiel Heiler, ne? Aber sie ist eine Elektroheilerin, sie ist eine Windheilerin, sie ist Quanten, sie ist Bewahrung, also sie ist eine, sie sorgt hier für Schild und für Buffs und so. Sie ist Zerstörung, er ist Zerstörung. Sie ist Nichtigkeit, sie ist Nichtigkeit, sie ist die Jagd und so weiter und so fort, ne? Und ja, das covert sozusagen so ein bisschen so das Kampfsystem und das, die Spielmechaniken in dem Spiel. Und ja, ich würde sagen, jetzt haben wir 45 Minuten so ein bisschen erklärt, worum es überhaupt in diesem Spiel geht, ne? Und ich würde sagen, wir tackeln mal so ein bisschen hier. Ich will ein bisschen von der Story sehen. Und ja, wie gesagt, ich will mal hier den neuen Planeten erkunden. Ich werde jetzt nicht ab jetzt hier alle Story-Sachen aufnehmen, weil ich habe jetzt schon so viele Sachen nicht aufgenommen.
gut, die Musik vorhin geändert, wo ich nicht wusste wegen Copyright und so. Hat er hier wieder geändert. So, man kann sich hier mich hier die. Du hast doch die. Warum mitten dann hier einen anderen Story? Ich weiß nicht. So, wie gesagt, ich werde jetzt ja nicht jedes Story Quest hier hochladen und spielen, so wie in Genshin, wo ich einfach alles hier hochlade. Weil ich habe schon so viele Sachen nicht gezeigt. Es wird jetzt irgendwie keinen Sinn machen, jetzt auf einmal anzufangen, alles zu zeigen. Deswegen, ja, pff, ist halt ein bisschen doof. Ich wollte halt mal, weil es hier halt eine neue Version ist, weil jetzt hier wieder so riesengroße Updates und so dazu gekommen sind, wollte ich halt mal so zeigen, so, ah, hör mal hier. Lass mal ja schauen, wie halt der neue Planet aussieht zusammen. Ne? Mach mal so eine kleine Erkundung, was uns hier erwartet. So, ich soll mit meinen Kollegen alle reden. Das sind die ganzen Mitglieder der Namenlosen. Und da steht auch, ich soll mir die Übertragung anwenden. Wo ist das Radio? Das Radio ist doch hier irgendwo. Also hören wir mal, was da los ist. Ne? Wir sind gerade auf dem Weg zu den neuen Planeten. Pinakuni? Pikani, Pinakuni, ne? Ja. So. Dann hau mal raus. Ich nehme an, hier sollen ein paar Informationen sein über die Story. So, boah, mein Blöder. Da, wir bringen euch die neuesten Nachrichten aus der ganzen Galaxie. Ich nehme an, das ist storymäßig wichtig, ne? Was wir ja gerade erfahren, ne? Ja, wir Handelskommen neu, was für beide Parteien große wirtschaftliche Vorteile bringen. IFK, ich weiß nicht. Das könnte die EPC sein. Könnte ich mal nachgucken, weil sie hier ist. IPC. Ist das sie von der IFK? IFK, ja, die heißen IPC, glaube ich, oder ECP. Intergalactic Peace IPC Intergalactic Peace Conversation oder Peace irgendwas mit C. Die sind sozusagen so die Weltraumpolizei, sag ich mal. Harmoniefest in Pinakuni. Alles, was ich weiß von Pinakuni, ist, dass dass der Planet irgendwie so eine Art Freizeitplanet sein soll. Also viel irgendwie so Attraktion und so sein, ne? Viel Schauspielerei. Okay, so war das. Ist, glaube ich, das gleiche. So, reden wir mal mit den Leuten hier. Himeko, was hast du denn zu sagen? Ja, ich rede halt nicht viel, ne? Ups. Ich hab gedacht, da kommt noch was. Automatisch. Wo ist automatisch? Nochmal hier. Ja, der Familie angehend. Gibt's noch etwas? Hm. Okay, wir gehen zum Urlaub dahin. Ich habe schon vor Ewigkeiten diese Quest gestartet, aber sie noch nicht gemacht, deswegen, ja. Also, das sind sozusagen die Mama und der Papa hier von dieser Gruppe, ne? Er kommt, glaube ich, auch in Honkai Impact vor. Honkai Impact Third. Ich glaube, er ist irgendwie so der gleiche Charakter sogar. Das ist halt die Sache, die halt ein bisschen komisch ist, ne? Weil in diesem Spiel gibt es halt, lass mich mal kurz hier reingehen, bei der Datenbank, da kann man, glaube ich, die Charaktere anschauen. Und viele der Charaktere, zum Beispiel sie, Zusheng, ne? Sie ist zum Beispiel auch ein Charakter in Honkai Impact 3, aber in Honkai Impact 3 ist sie älter. Und in diesem Spiel ist sie halt eine angehende Schwertkämpferin. In Honkai Impact 3 ist sie aber schon eine Schwertmeisterin. Also könnte man meinen, dieses Spiel spielt vor Honkai Impact 3, ne? Aber dann haben wir Charaktere wie zum Beispiel hier, Seele. Seele ist ja eine junge Frau in diesem Spiel, aber in Honkai Impact 3 gibt es auch einen Charakter namens Seele, welche auch relativ so aussieht wie sie. Sie kämpft mit einer Sense übrigens. Und Seele in Honkai Impact 3 kämpft auch mit einer Sense.
Aber Seele in Honkai Impact Third ist jünger. Also könnte man meinen, dass ihr spielt nach Honkai Impact Third, ne? Also es ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat, ne? Es spielt alles irgendwie so in verschiedenen Universen und so. Silberwolf ist zum Beispiel auch irgendwie eine Anlehnung an einen der Charakter aus Honkai Impact Third. Ich glaube Kafka auch. Server. Also alle Charaktere kommen irgendwie in beiden Spielen auf irgendeine Weise vor, aber sind irgendwie nicht die gleichen Charaktere. Und also es ist ein bisschen kompliziert. Ich verstehe es nicht so ganz. Und ich habe halt Honkai Impact 3 nicht so viel gespielt, weil es mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber die sind halt miteinander so ein bisschen verbunden, ne? Also ja. Und er ist, glaube ich, der gleiche Charakter. Ich weiß es nicht. So, boom. Red mit mir. Ihn finde ich übrigens voll cool. Ich habe ihn leider noch nicht. Mir wird es wahrscheinlich keine Überraschung. Okay, wir gehen halt zum Urlaub hin, nehme ich an. Du siehst richtig entspannt aus. Du siehst etwas bedrückt aus. Ja, du siehst etwas bedrückt aus. Ja, er ist mit uns übrigens auf dem letzten Planeten so ein bisschen herumgezogen. Pom-Pom ist übrigens hier der Lokführer hier von diesem Zug. Und das Maskottchen von diesem Spiel. Also sozusagen der Paimon von diesem Spiel. Welcher aber nicht so nervig ist wie Paimon. Ich meine, ich liebe Paimon, aber mein Gott, sie redet einfach viel zu viel. So. So, hier mal ein kleines Schweinchen, was ich mal aus dem Event freigeschaltet hatte. So, hier ist, glaube ich, Dan Hang, ja. Was geht? Er bleibt schon wieder hier. Du kommst nicht mit? Der ist schon auf den letzten Planeten nicht mitgekommen. Ich meine, er hat sich trotzdem rausgeschlichen irgendwann, aber trotzdem. Hm. Ich weiß nicht, was die mit die ganze Zeit mit Familie meinen. Angeblich haben die uns eingeladen. Wie gesagt, ich habe die Quest schon lange angenommen, aber noch nicht gespielt. So. Gucken wir mal. So, hier ist normalerweise März. Das nehme ich jetzt Zimmer. Hier haben wir ein paar Fotos so von früheren Ereignissen, ne? Was so alles passiert ist. Hier tue ich normalerweise immer meine Gacha spielen. So, März, wie geht's, wie steht's? Diesmal kein Kleid an. Hm. Wir haben eine Lieferadresse? Wie ein Zug. Es ist so ungewohnt, hier alles auf Deutsch zu sehen. Nimm mich mit. Nein, trag mich. Das ist so eine Art Freizeitpark, wo wir da hingehen. Ich glaube, da wird es genug Sachen zum Amüsieren geben. So. Das Ding sieht übrigens aus wie, wie heißt das Pokémon nochmal? Lopunny. Auf Englisch weiß ich irgendwie noch den Namen. So, jetzt haben wir mit allen geredet. Jetzt können wir zum neuen Planeten, nehme ich mal an, ne? Und dann gucken wir mal, was da so abgeht, ne? So, jetzt müssen wir uns hier auf den Hypersprung bereit machen. Normalerweise kommt immer eine coole Cutscene, ne? Also gucken wir mal. Das ist unser Lokführer, Pom-Pom. So.
Das Gute an Pompom ist, er redet nicht so viel und er ist die ganze Zeit auf dem Zug. Das heißt, der tut uns nicht die ganze Zeit bombardieren mit nervigen Sprüchen. Und wir kommen. Wow. Wow. Ich dachte erst, das wäre die gleiche Katze wie sonst auch immer. Wo hier relativ ähnlich aussah, aber hier schon direkt was passiert. So, wo bin ich? Wer bist du? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Du bist keiner der Charaktere, die letztens in der Gacha waren. Wer bist du? その質問には意味がない。だができる限り説明しよう。ここは現実と記憶域の境界。現実。無境だ。今この瞬間、あなたと私は偶然にも同じ夢を共有することになり、互いの思考の中に現れた。これは私たちに対する夢の力の最初の挨拶だ。 何も心配することはない。あなたはすぐにこの夢から目覚める。ここでの出来事は全て忘れ、かすかな落胆が残るだけ。こうした忘却は朝を迎えるたびに起こっている。私たちにとってはすでに慣れ親しんだ日常だ。デザイン erinnert mich an irgendjemanden. Sie sehen aus wie ein Charakter aus Honkai Impact 3, glaube ich. So. Okay. Wow. Das ist mal ein cooler Ort. So. Ja, okay, man kann hier pausieren und rausgehen, aber ich will natürlich gucken. Wow. So, was hat sie gesagt? Links? Ich gehe natürlich erstmal irgendwo an. Regeln sie. Das ist einer der Sätze, die der Hauptcharakter sagt, irgendwie. Wenn man die Ultimate einsetzt, Regeln sind dafür da, gebrochen zu werden. Hachiron. Oh. Oh, ich habe den Baseballschläger. Ich hoffe, einen bestimmten Charakter zu treffen. Ich weiß, es gibt einen Charakter, der irgendwie voll traurig ist in diesem Spiel. Ich weiß, es gibt irgendwie einen sehr traurigen Moment. Ich weiß nicht den Kontext davon, aber ich weiß so ein paar Sachen, weil ich halt viel auf, weil ich auf den ganzen Internetseiten und so rumhänge. Boah. Mädchen für alles. So, wow. Ich gehe schon die Wände hoch, also alles beste Ordnung. Ja, das Spiel hat übrigens einen richtig coolen Humor. Ich bin letztens irgendwie hier durch Bellabock rumgerannt, habe ein paar Kisten kaputt gemacht, um irgendwie, weil nicht so ein bisschen Geld und so zu bekommen, ne? Und weil es Spaß macht. Und dann ist einer der Wachen irgendwann auf mich zugekommen. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt habe ich schon irgendwie Tausende kaputt gemacht, ne? Aber dieses eine Mal, an dem ich hier so eine Kiste kaputt gemacht habe, kam auf einmal hier so eine Wache und ist auf mich zugekommen, hat gesagt so, hör mal, was machst du da? Jedes Mal, wenn du so eine Kiste kaputt machst,
müssen wir 3 Stunden Arbeit dafür machen, eine neue aufzuschwellen. Und dann konnte wortwörtlich irgendwie so was sagen wie, was? Tun die Dinger nicht respawnen? So, nein, jedes Mal, wenn du einen von diesen Dingern kaputt machst, müssen wir mühselig 3 Stunden lang arbeiten, um eine neue aufzustellen. So, wow, wer seid ihr denn? Ich schenke ihm Beachtung. Ihr seht aus, als wärt ihr wichtige Charaktere. Da hinten ist Dr. Ratio. So, selber Wolf. Und ihn kenne ich auch, ihn habe ich auch schon gesehen. Ist, glaube ich, auch einer von den Stellar Hunters. Die Stimme kenne ich. Warte, mach ich mir noch mal zurück. War nicht Itachi? Ja, ja, mal Dr. Ratio. Dr. Wahrheit. Warte, so heißt er auf Deutsch? Ja, er ist ein Charakter übrigens hier. Dr. Ratio, den will ich mal irgendwann trainieren. Ja, Dr. Wahrheit, also auf Englisch heißt er Dr. Ratio. Nee. Also Ratio. Da sind die beiden Charaktere, die in der Gacha vorkamen. Sie kam vorher in der Gacha vor und sie ist in der jetzigen Gacha. Sie heißt, glaube ich, Schwarzer Schwan und sie heißt... Das ist mal eine gute Frage. Auf Englisch, boah, mein Controller, ne? Die linke heißt Schwarzer Schwan, also Black Swan, und die rechte hieß auf Englisch jedenfalls Sparkle. Also ob sie jetzt hier Funke heißt, weiß ich nicht, aber werde ich halt sehen, ne? Ich nehme an, dass das alles ja so vorstellt, für was hier alles passieren wird, ne? Das Gute an diesem Spiel ist irgendwie, ich habe nicht so das Gefühl, dass viele Sachen irgendwie so miteinander verbunden sind. Also man muss jetzt nicht irgendwie viel wissen, was jetzt in der vorherigen, ja, auf dem vorherigen Planeten passiert ist, um irgendwie hier mitzukommen. Die sind alle sehr getrennt von den Events. Und es ist nicht so wie in Genshin, wo irgendwie, weil nicht Charaktere irgendwie auf verschiedenen Planeten und so auftauchen können, weil halt ja nicht jeder Charakter irgendwann hat irgendwie von einem Planeten zum anderen, ne? Also nicht jeder hat irgendwie Weltraumreisen auf deren Seite. Das heißt, wir können nicht irgendwie Charaktere von Bellabog irgendwie hier, also diesen Schneeplaneten hier, zufällig irgendwie auf diesem Gebiet hier finden, weil die halt ja halt noch auf dem Planeten sind, ne? Mit Ausnahme vielleicht von irgendwie so Charakteren wie so wie Kafka oder Silberwolf, welche halt hier durchs Universum reisen, halt, ne? Aber alle anderen Charaktere. Ja, ich sehe schon, was für eine Art Welt das hier wird. Wo ist wir? Er ist auch ein neuer Charakter. Ihn habe ich leider nicht. Er war in der letzten Gacha. Ein 4-Sterne-Charakter. Ich muss mir Punkte aufbewahren. Okay. ただ別れる前に一つ聞きたいことがある。少し奇妙に思うかもしれないし、失礼だと感じるかもしれないが、それでも教えてほしい。 Warum ist der Text rot? Was ist hier los? Warum ist der Text rot? あなたは昔の友人を彷彿とさせるおぼろげな記憶だが、私と彼は対立していて、この奇妙な夢のように 近くにいるのに手が届かない存在だった。
もう少し聞いてもいいか。私はよく忘れてしまうから、記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしている。答えが正しいか否かは重要じゃない。重要なのはその時のあなたの反応だ。 例えば、客室で目を覚ました時、あなたはいくつかの人々に。彼らは仲間か、家族か、それとも敵か。彼らは多くの人々、多くの物事と強い絆を結んでいるようだが、その絆を失うことに恐怖を感じている。Warum ist dieser Text rot? Kann ich das vielleicht ansprechen? Hast du Angst, dass die Bande reißen könnten? Ja, wenn es bedeutet, sie zu verlieren. Jetzt hat ja Mangekyo Sharingan. Der Infinite Tsukuyomi. Sind diese Fragen wichtig? Warum ist der Text rot? Würdest du bleiben wollen? Ich würde nie in einem Traum leben wollen. Nee, wahrscheinlich nicht. その美しい夢が壊れ、あらゆるものが消えてしまうとしよう。友人、家族、赤の谷、そして爽やかな風、空を飛ぶ鳥、星々。最後には、あなた。全員、彼らの記憶の中の全員、その笑顔も涙も果たした約束も。 Ich glaube, du musst ein positiver denken, Lady. Also selbst. Stell dir jetzt vor, dieser Traum würde verraten. Ja, aber wenn sowieso alles zerplatzt, dann dann ist also irgendwie will ich leben, obwohl ich irgendwie weiß, irgendwann sterbe ich. Ja, natürlich, ne? Ja, ich würde Trailblaze ohne Zögern, den Trailblaze ohne Zögern fortsetzen. Ja, das ist das, was wir machen hier. Trailblazen ist sozusagen so ein Konzept in dem Spiel, so. Man kann machen, was man, das ist so ein bisschen wie One Piece, ne? Man kann halt machen, was man will, man ist frei, man kann den Weg gehen, den man will. Also ja, machen wir das. Warum ist dein Text rot? Kannst du mir das beantworten? Gefühl, irgendwann kommt hier gleich eine Jumpscare oder so. Hat so einen sehr gruseligen Unterton hier alles. Nein, das ist das erste Mal, dass wir uns begegnen. Ja, wenn sie mir schon die Frage stellt, dann muss ich sie ja wohl kennen, ne? Werden wir uns irgendwann wiedersehen?
Ja, später. In der Gacha. Mir kommt das hier, diese halbstündige Konversation, die ich mit ihr schon habe, schon irgendwie interessanter ist als irgendwie 20 Stunden in Genshin Impact. Das ist halt so viel besser hier in diesem Spiel. Und hier gibt es auch viel Text. Richtiger roter Schimmer, der rote Text. Warum hast du ein Schwert gezogen? Ich wurde gerade in Konfetti verwandelt. Das ist Pompom, unser Lokführer. Ich habe von einem Freund, ich habe von diesem Riddler geträumt, der seltsames Zeug quasselte. Ich habe geträumt, dass mich jemand mit einer Klinge aufgeschlitzt hat. Sie wartet auf mich. Hat sie was über mich gesagt? Okay, da muss ich aber sagen, das war's hier, ne? Ich werde natürlich noch ich werde jetzt ja nicht irgendwie die gesamte Story davon hochladen. Aber halt so ein bisschen die Hauptstory können wir machen, ne? Ich wird sowieso noch nicht irgendwie alles möglich sein, ne? Weil noch, weiß ich nicht, weil noch nicht alles rausgekommen ist, ne? Wir sind ja noch Part 2.0, ne? Patch 2.0. Aber ja, gut, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich das hier hochladen werde. Ich habe das jetzt hier am, wie viel haben wir jetzt, den 29. Februar? 29. Februar. Schaltjahr. Oder wie auch immer man das nennt. Und ja, ich werde das hier jetzt hin und wieder mal so aufnehmen. Ich werde jetzt hier gleich noch ein Part wahrscheinlich aufnehmen, aber ich weiß nicht, wann ich das hier hochladen werde. Ich werde das hier so hin und wieder mal so ein bisschen, aber wenn ich das irgendwie, wenn ihr dieses Video zum Beispiel irgendwie schon im April oder so sieht, dann wisst ihr Bescheid, ne? Wir haben jetzt erst den 29. Februar, ne? Aber mal schauen, irgendwann werde ich das hier so nur so reinpacken, so nebenbei, ne? So wenn ich lustig bin, ne? Gut. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Hier wird noch ein paar Parts von geben, ne? Mal gucken, wie das hier so ankommt. Ich weiß es nicht. Ich will es einfach trotzdem mal machen, weil wenn ich schon die Story spiele, dann warum nicht, ne? Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ne? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt ja mal, wenn ihr miHoYo Games mögt, hier mal bei meinen Genshin Streams und so vorbeischauen. Da gibt es irgendwie so 50 Parts oder so mittlerweile. Und ja, da gibt es auch eine Menge Content, wie ich in Genshin so gut wie alles gemacht habe. Was ich halt noch nicht verpasst habe. Und ja, gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.